Dominik Jud, Künstlername Dodo, Produzent und Musiker, der Reggae mit Schweizer Mundart mixt. Sein neues Studio ist in einem Schiffscontainer. Corona hat ihn hier stranden lassen. Momentan ist das mein Studio, mein Zuhause, mein musikalisches Zuhause. Mein altes Studio wurde abgerissen. Es musste an einem Neubau weichen. Und ich habe eigentlich mehr aus Jux gesagt, wenn ich mein altes Studio am Erdboden gleich mache, dann wird mein neues den Erdball umreisen. Immer mit dabei sein Tinnitus. Bei Dodo ist der Tinnitus ein ständiges hohes Pfeifen. Es ist so eine Frequenz, sehr hoch. Ich würde sagen, es ist, wenn du das Piano hast, da ist es etwas A, ein höchstes A, da. In diesem Bereich. Rund um die Uhr hört er diesen Ton. Beim Produzieren, beim Singen, beim Einschlafen, immer. Das geht vielen so. Doch während die meisten über ihr Ohrgeräusch schweigen, spricht Dodo ganz offen darüber. Herr über den Tinnitus sein, das ist wichtig für Dodo. Seine Art der Bewältigung. In dem Song Hippiebus hatte er schon vor einigen Jahren seinen Tinnitus thematisiert. –6:30 Uhr, minus 3 Grad Celsius. Dodo hat alles Mögliche ausprobiert, um seinen Tinnitus loszuwerden oder wenigstens zu beherrschen, zu manipulieren. Seit 3 Jahren bin ich begeisterter Kaltbader und seit 3 Jahren bin ich auch nicht mehr krank geworden. Mich tut es stärken, also nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Ich kann bewusst meinen Körper kontrollieren. Das Ohrgeräusch allerdings bleibt. Im Gegensatz zu vielen anderen weiß Dodo, woher sein Tinnitus kommt. Ja, als Teenager bin ich jede freie Minute vor der Boxe gesessen, habe Musik gemacht, habe Musik gehört und bin am Wochenende vor allem an Konzert gegangen. Ich bin zuvorderst gestanden, wie immer, neben den grossen Boxen in dieser Konzerthalle rein. Und am Schluss bin ich sogar auch noch auf die Bühne dürfen und das Mikrofon nehmen und dürfen rappen. Und als ich heimgekommen bin, ist halt wieder der Ton nicht weggegangen. Und ich hatte den Ton schon ein paar Mal gehabt, den Tinnitus, oder, von Konzerten. Und es ist eigentlich immer weggegangen. Nach 2-3 Tagen hast du das nicht mehr gehabt. Und nach dem Konzert ist es geblieben. Dominik Jud sieht seine Zukunft als Musiker zerstört. Nach 3 Monaten habe ich angefangen zu kämpfen und habe alles ausprobiert. Blutfördernde Medikamente über ein Tomatis-Institut, das Frequenzen filtert. Ich bin dann 3 Monate lang Mozart hören, der gefiltert wurde. Ich bin dort immer mit dem Kopfhörer gesessen und 1,5 Stunden lang Mozart gehört. Als 18-Jähriger. Es war jetzt nicht das Coolste, was ich mir vorstellen konnte, zu machen. Aber ich habe es gemacht. Ich war bei einem Schaman, der hat mir so eine Räucherkerze in die Ohren ausgeräuchert. Plus hat er mir Bärlauch verschrieben. Und eigentlich, ich habe nicht mehr gewusst, was machen. Es hat einfach nicht geklappt. Warum pfeift es manchmal im Ohr? Bei Stress zum Beispiel. Viele kennen das. Der Ton geht dann irgendwann wieder weg. Aber manchmal bleibt er auch. Warum? Und was hilft dagegen?